Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einem nächsten Part von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, wir sind beim letzten Mal hier in Tantopia angekommen, haben mit dem Dekobomb gesprochen und sind jetzt in dem zweiten Dungeon, dem verbotenen Hain, ja, quasi reingekommen. Wir müssen Makorus retten und wir sind eigentlich schon, ja, ich sag mal so, auf der Hälfte des Dungeons fertig. Aber wir haben auch das Dungeon-Item schon bekommen, nämlich den Bumerang. Und ich hatte ja gesagt, ich wollte auf dem zweiten Obergeschoss wollte ich noch die Truhe holen. Da ist sie nämlich. Und ja, holen wir sie mal. Schauen danach dann, dass wir dann durch dieses Loch gehen, was wir beim letzten Part gemacht haben. Und dann sollte das eigentlich weitergehen. Bin mal gespannt, was für Truhen uns noch erwarten. Jetzt geht's ja dann in die untere Etage. Nämlich hier unten hin. Ja, in das Kellergewölbe, sage ich mal so. Und wir haben auch noch gar nicht den großen Schlüssel, denn der müsste auch noch da unten irgendwo versteckt sein. Machen wir uns mal auf den Weg. Genau, hier war wieder das Ding. Ich habe den Bumerang jetzt mal auf R gelegt. Ja, wenn das was hilft. So. Frage ist nur, na, machen wir den erstmal weg. So. Weiß nur, wenn ich da runterspringe, bringt mir das doch eigentlich nichts, oder? Ja, in die untere Etage, aber da ging es ja auch noch hoch, oder? Ja. Nur einmal einen Weg zurückfinden. Ja. Tschüss, Link. Tschüss, wenn man nicht richtig springt. Tschüss. So. Mal den richtigen Winkel zu erwischen, ne? So, jetzt aber. Schafft der? Ja. Gerade so noch. Genau, hier war ja noch was. Schleimgelee, alles mitnehmen. So. Genau. Da war die Truhe. Die nehmen wir auch direkt mit. Du hast eine Schatzkarte gefunden. Öffnest du sie im Kartenbildschirm, leuchtet der Ort auf, an dem der Schatz verborgen liegt. Genau. Alles weitere kennen wir ja. Zielpunkt nähern und alles. So, das war mir wichtig, dass wir hier die Karte mitnehmen. Beziehungsweise den Inhalt dieser Truhe. Und ja, es war eine Schatzkarte. So.
Damit können wir jetzt stunnen. Aha, sehr gut. Ja. Hier kommen irgendwie keine Fläschchen mehr raus, ne? Keine Energiefläschchen. Eigentlich schade. Hätte ich gerne welche gesehen. Hier auch nicht wirklich mehr, oder? Doch, ja, könnte sein. Aber eher Herzen. Weg mit dir. Sind einfach kein Problem mehr jetzt mit dem Bumerang. Genauso wie die Pflänzchen. Auch gar kein Problem mehr. So. Mal aufpassen, dass wir den richtigen Winkel treffen. Ein bisschen. Zumindest. Dass der Bumerang nicht vorher schon gegen irgendwas knallt. Genau. So. Und dann sind wir gleich wieder in dem allerliebsten Raum von uns, wo wir das Loch reingeschlagen haben. So. Einmal kurz die Karte abchecken. Hier haben wir alles. Haben wir alles? Perfekt. Lass jetzt auf den Weg machen. Hep. Sehr gut. Wenn der da rumschleicht, ey. Warum der da rumschleicht, weiß ich auch nicht. Okay. Warum gibt's das? Macht das irgendwas Bestimmtes? Ach, Wind nach oben. Alles klar. Gut zu wissen. Boah, was ist das hier für eine Brühe, ey? Irgendwas Bestimmtes, wo man hin soll mit der Blume? Nö. Gut. So. Und den noch. So. Rüber. Ja. Sehr gut. Hm. Müsste irgendwo eine Truhe sein vielleicht, ne? Die wachsen immer nach, ne? Kann das sein? Ja. Ah. Seid ihr für ekelhafte Dinger? Oh, das ist eine Truhe. Könnten wir eigentlich hinkommen. Ha!
Ja. Perfekt. Gelben Rubin. So. Zack. Bämmchen aufmachen. Na komm schon. Jawohl. Aua. Aber hat geklappt. Sehr gut. Okay. Dann mal weiter. Dann mal weiter. Erstmal Feder abnehmen. Würde ich da unten noch, ja. Na, hier bleiben. Der nächste, komm her. Bam. Na komm, hoch da. Mann, Link, ey. Stellt sich manchmal an. Okay, da geht's nach oben. Dann kriechen wir erstmal hier drunter, gucken, ob wir da irgendwas aufmachen können. Vielleicht mit Ruhe oder ähnliches. Jetzt. Ach so, der darf kein Schwert in der Hand haben. Okay. Okay, so sind wir zu nah dran, deswegen haben wir da keine Chance. Dann müssen wir halt den oberen Weg gehen. Link springt schon wieder falsch. So. Wo kommen wir raus? So, da hoch. Okay. Ah, jetzt kommen wir von da oben dran, ja. Mhm. Toll, ne, wie sie das hier designt haben. Angeblich, dass hier irgendwelche fossile oder so, so Abbildungen sind, die hier in der Wand stecken. Mir jetzt so gerade aufgefallen. Ah ja, brauchen aber auch eine Bombe dafür. Da kommt man so nicht dran. Schade. Yeah!
Ach, das bringt was, dass man den da voll in den Sand setzt. Okay. Vorher war das ja immer so, dass wir da treffen mussten. Aber gut. Ah, der trifft. Und wir stehen richtig. Du hast eine Schatzkarte gefunden. Sehr schön. Wieder eine. Da muss ja irgendwo jetzt auch der Schlüssel sein. Für den Masterschlüssel. Beziehungsweise den großen Schlüssel. Gerade auf die Karte gucken. Ah, ich muss nochmal raus. Wir müssen ja mit dem Bötchen dann da fahren. Unser eigenes Floß, was wir uns da gemacht haben. Aber wir müssen es wahrscheinlich nochmal abschneiden. Haben sie wahrscheinlich extra so gemacht, damit man sich den Weg nicht verbaut mit dem, mit der Truhe. So. Nehmen wir bloß mal ein bisschen in Bewegung. Auch wenn wir das Geld nicht mehr wirklich brauchen. Den machen wir dahin, den machen wir dahin und ab die Post. Sehr schön. Noch einmal. So. Es war klar, dass hier noch was ist, weil dafür ist die Fläche zu groß. Dass hier nichts ist. Hätte aber jetzt auf diese Ranken wieder spekuliert. Aber gut. Schleimgelee. Nehmen wir doch alle gerne. So. Da ist der Master Key. Der Master Schlüssel. Der große Schlüssel. Und ich glaube, das hat was mit den Dingern hier zu tun. Und von irgendwo kriegen wir wahrscheinlich auch genau gesagt, welche Kombination wir denn machen sollen. Oder? Oder? Drei. Alle drei, aber die sind unterschiedlich hoch, oder? Ja. Die sind alle gleich hoch. Okay, dann also keine Kombination. Dann einfach nur alle abschießen, wie es mir scheint. War richtig. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Er ermöglicht dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Ja, da ist der Masterschlüssel. Kartenbildschirm, ja. Wir machen neben den Gar aus. Oh! Wir kriegen Besuch. Die euren Schweinchen sind wieder da. Guck mal, die haben so Ketten. Haha. Boah, die machen Aua. Hahaha.
Weil wir den in den Arsch gestochen haben. Sehr schön. So, komm mal her. Mal gucken. Hallo? Ja, mit der eigenen Waffe, komm. Das ist einfach zu lang. Jawohl. So. Gehen wir nochmal hoch. Aber da hoch kommen wir irgendwie nicht, ne? Ah, doch. Greifhaken. Aha. Ja, umsehen hilft. Zack. Und dann kommen wir damit. Glaube ich. Nach oben, oder? Aber guck mal, da ist noch eine Truhe. An die wir irgendwie nicht drankommen. Ah, okay. Vielleicht damit. Ja, okay. Ja, ja. Vielleicht hat die ja mit den beiden Augen zu tun, die da sind. Wobei die uns eigentlich zum Boss führen sollten. Oder? Liege ich da falsch? Warte mal. Ne, die führen uns zum Boss. Kommen wir jetzt an diese eine Truhe da dran. Erdgeschoss vielleicht? Eins runter. Ist da noch eine Tür? Ne, sieht nicht aus wie eine Tür. Ne. Was hat das mit dem Erdgeschoss zu tun? Und was hat das damit zu tun? Hier sehe ich jetzt auch nichts. Ich will schon halt versuchen, alle Truhen halt quasi zu kriegen. Naja, gucken wir erstmal. Weil man weiß ja nie, ob da noch eine Schatzkarte ist und die Schatzkarte vielleicht später wichtig wird und, ne? Yeah.
Glücksamulett. Der war jetzt nirgends. Dass das dahin führt. Und das war ein bisschen blöd, dass wir da nicht an die Truhe kommen. Ich würde aber jetzt ungerne den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Noch mehr Untergeschoss als das. Warte mal, könnte das aber der Untergeschoss sein, wo wir eigentlich hin wollten, aber noch nicht konnten, weil wir noch nicht den Bumerang hatten. Ja. Ja. Das ist es. Weil wir den Bumerang noch nicht hatten. Das war die eine Kiste hier. Ja. Gut, dann haben wir das Geheimnis aufgelüftet. Genau, da war nämlich ein Ritterwappen drin. Ja, das brauchen wir ja für den Vater Orca auf unserer Heimatinsel. Der wollte so einen Gürtel da immer haben. 10 Stück sollten wir ihm dann bringen. Hat er selber gesagt, es ist schwierig, die ganzen Dinger zu sammeln. Ja. Wenn wir jetzt einmal hier Rundlauf machen. Uns eigentlich zurückbegeben, dann machen wir einen kürzeren Weg. Weil da ist ja noch ja, das nicht. Zu früh. Ist ja noch der magische Topf. Ja, diese magische Vase. Die sollte uns eigentlich dann direkt wieder in den Raum teleportieren, wo wir hin müssen. Dann brauchen wir einfach nur runterspringen. Aber ist euch mal aufgefallen, dass wir ja mit dem letzten Part mit inbegriffen 2 Items auf einmal bekommen haben? Also einmal den das Dekoblatt und auf der anderen Seite halt den Bumerang. Das war so klar. Das war sowas von klar, dass mich das Teil dann wieder trifft, dass wir nochmal den Weg gehen müssen. Naja. So, hier rüber. Schön an dem vorbei. Das reicht. Jawohl.
Dann muss hier irgendwo das Töpfchen sein. Da ist es. Na komm, geh schon mal rein. Ne, nicht dran vorbei, rein da. Jawohl. So. Und dann fast auf die untere Etage. Genau, dahin. So, gewappnet sind wir. Könnten nur ein bisschen Energie vertragen. Aber ich weiß nicht, ob das für den Gegner erforderlich ist. Alles klar. Mhm. Jetzt überall Slimies drin. Wie passt du aus, ne? Ne, nicht. Okay. Auch andere Sachen. Ach, da müssen wir das Ding wieder anzünden. Den Deckel wieder kaputt machen. Ja, die sind schon nervig, ne? Die kleinen Dinger hier. Wenn die einmal einen haben, wird schwierig. Vor allem in Kombination stelle ich mir die ultra schwer vor. Haben wir noch eine Fee? Ja, wir haben noch eine Fee. Alles gut. In Kombination mit späteren Gegnern, die vielleicht auf uns warten. Ja, diese Schweinchen oder so, da. Wenn die halt so richtig loslegen und in Kombination mit den Dingern hier, die uns verlangsamen, kann das schon schmerzhaft sein. Aber, naja. Gut, großen Schlüssel haben wir, ab zum Boss. Das ist Makoros. Da ist Makoros! Ah, da bist du ja. Sieht ja nicht so gut aus, wo du da stehst. Oh. What? Okay. Das erinnert mich sehr stark an einen anderen Bossgegner. Aus einem anderen Zelda-Spiel. Da hieß der, oder hieß der Endgegner halt Barinade. Dem, vom Design her ist das schon sehr ähnlich. Okay. Was auf jeden Fall was zu tun ist. Klappt erstaunlich gut im Moment. Habe ich so das Gefühl. Ja. Gut. So, und jetzt? Ah. Okay, da dürfen wir nicht zu lange. Oder vielleicht müssen wir ihn nochmal betäuben. Auch blöd, dass wir nur 5 Dinger damit quasi anvisieren können. Aber naja, immerhin besser als gar nichts. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht beschweren. Boomerang hilft auf jeden Fall sehr, sehr gut hier. Jawohl. Und raus. Puh. Herzchen. Jawohl. Immer genau drauf, ey. Link hat da wirklich ein Talent für, ey. Boah.
Jawohl! Das war gut. Mal schön bewegen. Natürlich, dass man sich jetzt beim Anvisieren hier bewegen kann in der HD-Version, ist natürlich vorteilhaft. Ging ja in der GameCube-Version nicht. Deswegen ist der Kampf da auch ein bisschen, ich will nicht direkt sagen schwerer, aber ein bisschen komplizierter ausgefallen als jetzt. Alles klar. Noch einmal, würde ich mal sagen, oder? Boah. Sieht gut aus. Nee, nicht nach unten ziehen. Nach oben. Ja. Ja. Was? Der abgewehrt. Was ein Drecksack. Was ein Drecksack. Da, jetzt auch. Link, der Unkrautjäter hier. Der Unkrautvernichter. Hängt noch an einem Ding. Jetzt aber. Woll. Und rein da. Sehr schön. Warst du es, der mich gerettet hat, werter Freund? Ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bis hierher gekommen, werter Freund? Was? Ein Dekoblatt? Aber, ja doch. Heute ist ja... doch der große Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Wir müssen schnell von hier entkommen. Musst du gerade mal sagen, du halbe Portion. So, Herzcontainer. Du hast einen Herzcontainer gefunden. Damit erhöht sich deine Energie um 1. Zusätzlich wird deine Herzleiste wieder vollständig aufgefüllt. Yes, 6 Herzen. Sehr schön. Noch was zu sagen? Lass uns schnell von hier entkommen. Dann hinein in den Wind. Oh, Makoros, du bist wohlauf zurückgekehrt. Es tut mir ja so leid, Dekobaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub. Gräme dich aber nicht mehr, Makoros. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Link, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Jawohl! Zweiter Diamant. Du hast Farores Diamant erhalten. Du hast ihn vom Dekobaum, dem Terrahüter, überreicht bekommen. Terrahüter. Aha. Ich bete, dass dieser Diamant dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird. Aber, Makoros, so weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Du hast recht. Wir müssen umgehend mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle habe warten lassen. Also dann, beginnen wir. Werter Freund Link, ich werde mir heute besonders viel Mühe geben bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert Gefallen.
Voll erstaunt. Dekobaum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Bis dann und leb wohl. Und dir auch alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, so bringt der Dekobaum quasi seine Saat in die Welt, um ja die Inseln eventuell wieder zu vereinen. Ach, der spielt ja immer noch. Ich danke dir vielmals für alles. Wie hat dir das Konzert gefallen? War mein Spiel gut? Dieses Instrument hat mir der Dekobaum geschenkt, als ich geboren wurde. Es scheint früher einem Menschen gehört zu haben und es hat viel Übung bedurft, bis ich so gut war, wie ich jetzt bin. Unsere anderen 8 Freunde haben sich alle auf Reisen begeben, um neue Wälder zu züchten. Aber ich und der Alchemist Paienos bleiben auf dieser Insel. 8 Freunde, okay. Du bist uns jederzeit willkommen. Ich würde mich sehr freuen. Ja. 8 Freunde. Da war noch eine Quest, glaube ich, mit den 8 Stück. Die findet man auf ja allen möglichen Inseln. Und muss mal genau gucken, wie die Quest nochmal war. Ich glaube, aber jetzt ist sie ist schon aktiv, glaube ich. Aber wir können sie noch nicht machen. Da wir ja immer noch auf der Suche nach den Diamanten sind. Und einer fehlt uns ja noch. Wenn man ja von den Triangeln-Inseln ausgeht, da haben wir ja eine entdeckt. Und Tri bedeutet ja 3, das heißt 3 Diamanten, die mit den Statuen zu tun haben, wenn man das so kombiniert. Und dann fehlt uns noch einer. Die magische 3. In vielen Zelda-Teilen immer dabei. So. Was kannst du denn jetzt machen? Jetzt haben wir magische Energie. Ich danke dir wirklich vielmals, dass du Makoros gerettet hast, werter Freund. So konnte die Zeremonie nun endlich abgehalten werden und ich kann mich wieder voll und ganz meiner alchemistischen Forschung widmen. Übrigens, konntest du ein paar Planta Granda Samen bekommen? Falls du welche bei dir hast, leg sie auf mir und zeig sie mir doch bitte. Aber doch mal. Müssten in der Beutetasche sein, ne? Ja. Oh, guck mal. 16 Stück haben wir schon von den Glücksamuletten. Können wir uns eigentlich zwei Belohnungen abholen von der schon, ey. Krass. Da haben wir auch schon fast 20 Stück von, ey. Da können wir einen Trank draus machen. Nicht schlecht. Sind wir echt gut dabei, ey. So, dann komm mal her. Hier. Oh, heilige Wurzelknolle. Das ist doch ein Planta Granda Samen. Das ist es, genau was ich benötige, um dir einen Trank zu brauen, mit dem du deine magische Energie wieder auffrischen kannst, werter Freund. Schön, dann nehme ich jetzt diese 4 Planta Granda Samen und braue dir daraus einen Trank, der deine magische Energie wieder auffrischt. Bitte gedulde dich ein klein wenig. Voll, ey, der muss ja erstmal voll hochklettern, ey. Mit seinem riesen Topf. Was grinst da Kraut und Haselbusch? Husch! Wieder am Laufen ist, ey. Puh, fertig ist der Trank. Hier, bitte nimm ihn an dich. Du hast blaues Elixier erhalten. Lege es auf Y, X oder R und benutze es, um deine Energie und magische Energie aufzufrischen. Wir haben ja schon mal gehört, dass blaues Schleimgelee, ne,
Schleimfilet von den Schleimexeriat haben wir ja gesagt bekommen, dass blaues Elixier oder blaues Schleimgelee sehr, sehr selten sein soll. Aber der hat das einfach mal aus den Planta Granda Samen da gemacht. Auch sehr gut. Du kannst es in einer Flasche mit dir herumtragen. Ja, machen wir ja. Wenn du wieder mal Planta Granda Samen hast, dann bring sie doch zu mir. Ich helfe dir gerne. Ja, werden wir auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Vielleicht auch das ein oder andere Mal, wenn es dann nicht zu lange dauert, werde ich das mal off-cam machen, wenn wir dann mal keins haben oder dringend mal was brauchen. Dann ja, erspare ich euch den Weg hierhin. Ihr wisst ja jetzt, dass man daraus dann die Sachen machen kann. So, jetzt haben wir blaues Elixier, mega cool. Und eine Fee. Auf jeden Fall bestens ausgerüstet. Dann packen wir den Greifhaken mal wieder hier hin. So. Sagen dem Dekobaum noch Tschüss. Und machen uns mal weiter auf den Weg. Link. Geht dein Abenteuer erfolgreich voran? Wie du sehen kannst, bin ich nicht mehr der Jüngste und Vitalste, aber mein Reichtum an Wissen ist ungetrübt. Falls du also etwas wissen möchtest, frag mich einfach. Ich kann dir alles beantworten. Was möchtest du wissen? Über die Crocs. Über welche Crocs möchtest du etwas wissen? Okay, die Crocs hier, die Crocs auf Reisen. Ja, okay. Hätt's mir jetzt auch allgemein was erzählen können oder uns, aber ja gut. Na, die Crocs auf Reisen, komm. Sagen wir die als erstes. Ja, machen wir die als erstes, komm. Du möchtest also etwas über die Crocs wissen, die Tantopia verlassen und sich auf Reisen begeben haben? Zweifelsohne birgt das große weite Meer viele schreckliche Gefahren für meine ungeduldigen kleinen Crocs. Link. Vielleicht hast du ja mal die Zeit, sie unterwegs zu besuchen und ihnen zu helfen, wenn sie in Not sind. Ich weiß, sie bei dir in guten Händen. Möchtest du sonst vielleicht noch etwas wissen? Was möchtest du wissen? Alles über die Crocs? Über welche Crocs? Über die Crocs hier in Tantopia. Du möchtest also etwas über die Crocs wissen, die hier auf Tantopia geblieben sind? Nun, Paianos, findest du in dem Loch dort drüben, in dem er sich ganz der Alchemie verschrieben hat, in dem Loch voll. Und Makorus, den findest du gleich da drüben. Ich glaube, er probt schon für das Konzert nächstes Jahr. Ich kann es kaum noch bis zur Zeremonie im nächsten Jahr erwarten. Möchtest du sonst vielleicht noch etwas wissen? Was möchtest du wissen? Alles über den roten Leuenkönig. Einen Helden, der Ganon bezwingen kann, zu suchen und zu finden, sollte jemals der schreckliche Fall eintreten, dass dieser wieder aufersteht. Das ist die Aufgabe, die dem roten Leuenkönig anvertraut wurde. Und seitdem befährt dieses Boot das große weite Meer auf der Suche nach einem mutigen Jüngling wie dir. Noch kann ich dir die Identität dieses Bootes nicht preisgeben. Aber sobald es dir gelingt, Ganon bravourös zu bezwingen, werden sich all deine Fragen von selbst beantworten. Also sei tapfer und schreite unbeirrt den Weg voran, den das Schicksal vor dir ausgebreitet hat. Ich glaube an dich, Link. Aha, eine geheime Identität. Was verheimlicht er uns? Warte mal, da oben war noch was, ne? Moment. Oben war noch was. Ganz oben war noch was. Wollte ich auch mal kurz gucken gehen. Ah, komm, einmal durchs Wasser legen. Macht nichts.
Genau, da hoch. So, da ging es nämlich noch weiter nach oben. Jawohl. So, und hoch. Zack. So, dann einmal die drei Haken. Na. So. Jawohl. Boah, trifft noch. Jawohl. War knapp. Knapp bemessen. So. Wir hatten ja noch diese andere Insel, die da war. Wo dieser Typ in der Nacht da stand. Auf der anderen Seite. Nee, so nicht. Hep. Oh, schafft er nicht. Das gibt's doch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich den Sprung nutzen hier. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, jawohl. Okay, wo geht das da weiter? Ach, nur so, okay. So, nichts vergessen, ne? Hat man hier irgendwas noch mit dem Bumerang? Nö. Gut. Gucken wir mal weiter. Oh, was ist das denn? Muss man da hin? Hep. Ist kein günstiger Wind. Aber wir schaffen es trotzdem. Figurenparadies Minitendo Galerie. Nicht wie mit Mitgliedern ist der Zutritt untersagt. Okay. Das gerade war der Wahnsinn. Du bist echt geflogen? Na, wenn du schon fliegen kannst, meinst du, du könntest dann auch diesen Schalter da oben betätigen? Was? Du kannst keinen Schalter sehen? Den da oben, meine ich. Da oben, auf Tantopia. Hast du vielleicht ein Fernrohr? Ja, der meint den Schalter da hinten. Mir klar. Den da. Ja, wie kann man den jetzt aktivieren? Folgendermaßen. Wir haben ja hier so Putt-Putt-Früchte. Deswegen habe ich ja auch welche gekauft. Die kann man hier auf den Kopf legen und dann kommt eine Möwe. Und so bescheuert wie das klingt. Ja. Mit der Möwe können wir jetzt den Schalter da aktivieren, indem wir da einfach volle Kanne gegenfliegen. Genau, der spaziert jetzt auch da rein. Zack. So, können wir hier noch weiter fliegen mit der Möwe, aber bringt uns nicht wirklich viel. Das ist Sinn und Zweck, wenn man hier auf offener See ist, quasi irgendwas weit entferntes zu erreichen. Wobei wir, denke ich mal, später auch ein Item haben, wo wir dann weit entfernte Sachen erreichen können. Aber mit der Möwe ist das dann halt schon ein bisschen einfacher. Die Musik hat schon irgendwie darauf hingedeutet, dass man da irgendwie ein bisschen hypnotisiert hat, quasi. Ja, Link, habt ihr ja gesehen, wahrscheinlich aus der Entfernung, stand ja auch so, als wenn er so eine Art
Puppenspieler wäre, der da gerade jemanden am, ja, kontrollieren ist. So, jetzt können wir hier rein. Genau. Denn die verschiedenen Türen sind natürlich, kann man einfach durchgehen, aber sind leer. Halt! Die Ausstellungsräume dürfen nur Mitglieder in die Ausstellung. Okay. Oh, was ist denn da? Ein Piratenschiff. Willkommen. Sei mir gegrüßt in meiner bescheidenen Minitendo-Galerie, deren Detailverliebtheit Figuren das Herz eines jeden wahren Kenners höher schlagen lassen. Dich sehe ich hier zum ersten Mal. Wer hat dich empfohlen? Aber du bist mir natürlich höchst willkommen, um die Wahrheit zu sagen. In letzter Zeit fehlt es mir an inspirierenden Vorschlägen oder Vorlagen und ein beträchtlicher Mitgliederschwung ist nicht zu leugnen. Ach übrigens, wurdest du über die hiesigen Mitgliedschaftsbedingungen aufgeklärt? Die Figuren, die ich hier ausstelle, entstehen nach Lichtbildern meiner Mitglieder. Wer mir also ein originales und inspirierendes Lichtbild bringt, erweckt den Schaffensdrang in mir. Und damit erwirbt er die Mitgliedschaft hier und kann sich nach Lust und Laune frei in den Ausstellungsräumen bewegen. Sag mir, hast du vielleicht ein solches Lichtbild bei dir? Kann mal gucken. Nee, machen wir keins. Machen wir schnell eins. Machen wir das hier von dem. So. Hier, habe ich ein Lichtbild. Bei einer guten Figur kommt es hauptsächlich auf das Gesicht an. Wenn du also nicht vernünftig auf dem Lichtbild zu erkennen ist, kann ich keine Figur darauf machen. Zählen wir selber eigentlich auch? Oh, warte mal, und dann machen wir noch eins von dem hier. Nochmal Cheese. Oh, da oben ist jetzt gut. Okay. So, probieren wir erstmal unser eigenes. An sich kein schlechtes Lichtbild, aber leider nicht der Stoff, aus dem gute Figuren sind. Was das denn bitte heißt, ne? Keine Figur aus Link oder was? Wer wohl gelacht? Kann man das nicht behalten, das Foto? Von dem? Zack. Behalten. Komm, mach mal ein Foto von dem noch. Okay. Komm, hier, dein eigenes Foto. Welch Schönheit. Ja, ist klar. Dieser ausdrucksstarke Blick, diese zarte Alabasterhaut, ist das die Inkarnation ultimativer Schönheit? Wo nur hast du ihn gefunden, diesen jungen Gott? Doch dein eigenes. Mich kribbelt's in den Fingern. Ich muss sofort eine Figur danach anfertigen. Dann lass mich mal ein zeitloses Kunstwerk erschaffen. Wie sagtest du, war dein Name gleich? Link? Link? Ab heute darfst du dich auch zu meinen Mitgliedern zählen. Bis morgen sollte ich deine Figur fertig haben. Solange musst du dich leider gedulden. Bis morgen... Hey. Naja. Gut, das ist die Quest, von der ich euch mal in einem anderen Part so ein bisschen erzählen wollte und ein paar Hinweise gegeben habe. Die werde ich nicht machen, denn diese Quest besteht nur daraus, man bekommt, glaube ich, am Ende auch fast gar nichts. Oder eigentlich gar nichts. Die besteht aber nur daraus, dass man alles und jeden fotografiert. Fast
jeden Charakter, der da rumläuft, auf Portemonnaie. Fängt das schon an, dass so viele da rumlaufen. Von jedem ein einzelnes Foto, von jedem Endgegner ein Foto, von jedem normalen Gegner ein Foto. Quasi von alles ein Foto machen. Und dann kann man sich die halt hier in diesen Galerien sozusagen anschauen. So, diese Quest ist aber viel zu langatmig und viel zu stressig und ich weiß es nicht. Ich sehe da kein Profit drin, sag ich mal so, fürs Spiel. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen, die Quest lassen wir so nebendran. Ja. Ich will da nichts versprechen, dass man sie macht oder nicht, sondern ich konzentriere mich erstmal auf die Herzteile. Die will ich alle haben. Und wenn ich die alle habe und quasi auch alle Gegenstände so im Spiel, dann ist das für mich schon 100%. Dieses mit diesen Mini-Tendo-Galerie oder so, das haben sie damals auch, glaube ich, zu Gamecube-Zeiten eingebaut. Das ist einfach nur, wenn man halt dem Sammeldrang nicht entfliehen kann. Und ich würde es erstmal dabei belassen, da ich mich auf die anderen Sachen konzentriere. Ich finde es aber trotzdem eine schöne Idee. Ja. Man braucht auch unbedingt die Lichtbilder, deswegen sollte man auch die Fotobox-Quest da abschließen. Auf Portemonnaie. Ja, das ist das, was ich dazu sagen wollte. So. Der Briefkasten ist aber auch noch da. Den können wir noch abchecken, bevor wir hier zum Bötchen gehen und ihm sagen, dass wir den nächsten Diamant haben. So, naja. Guten Abend. Ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Lieber Link, die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen gemacht hast. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir keine Gelegenheit hatten, dir unseren Dank gebührend auszudrücken. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls dir jemand einen Brief oder eine Postsendung schickt, werden wir dafür sorgen, dass du die Sachen in einem Briefkasten in deiner Nähe in Empfang nehmen kannst. Sollte der Briefkasten also ungeduldig herumzappeln, wirf doch bitte einen Blick hinein. Ich bin mir sicher, du hast noch eine lange Reise vor dir. Ich habe dem Brief eine Kleinigkeit für dich beigelegt und hoffe, dass es dir nützen wird. Bitte nimm es als kleines Dankeschön an. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich dich wieder bei uns begrüßen kann. Ich wünsche dir alles Gute und Erdenkliche für deine Reise. Gezeichnet Komoris Vater. Jawohl! Du hast ein Herzteil gefunden. Jeweils 4 Herzteile fügen sich zu einem Herzcontainer zusammen. Das bedeutet mehr Energie, also immer fleißig suchen. Klar. Logisch. Machen wir doch. So. Aber wieder nur 1, okay. Wo ist denn unser Bötchen? Unser Bötchen ist nicht hier. Warum ist unser Boot nicht hier? Wurde das weggeschoben von dem Terry-Händler? Muss man einmal in die Höhle, einmal resetten. Komm. Jetzt muss das Bötchen aber wieder da sein, oder? Ja. Was war das denn? Dann war das Boot auf einmal nicht da. So. Der will uns wahrscheinlich dann direkt zum nächsten Ding führen. Dann würde ich aber erstmal hier einen Cut machen. Ja, und damit erstmal sagen, so Freunde, hiermit beenden wir diesen Part von The Legend of Zelda The Wind Waker HD und sehen uns im nächsten direkt wieder. Da werden wir uns dann ja die weitere Quest oder Aufgabe von diesem Bötchen da vornehmen. Denn ihr wisst ja, ich habe spekuliert, Triangelinseln, Diamant, vielleicht besteht da eine Verbindung. Und da müssen wir noch ein drittes sammeln. Noch einen dritten Diamant. Wir haben den Paroris Diamant haben wir jetzt. Fehlt eigentlich nur noch eins.
ihr kennt den Namen, ja, Zelda-Veteranen kennen den Namen von der dritten. Aber ich verrate erstmal nichts. Genau. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpasst. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.